Hier ist ja was los. Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nummernscheibe? Ich brauche einen Code, dann komme ich hier rein. Zu einer weiteren Folge von Dishonored 2. Mit dem suchtenden alten Mann. Die Tür ist blockiert, das war klar. Hier komme ich nicht weiter. Hier gibt es auch bestimmt noch viel zu entdecken. Wo kriegen wir diesen Code her? Ein Knochenartefakt ist in der Nähe, rüstet dein Herz aus. Verdammt! Hier drinnen. Das ist die Zeit, in der ich einfach mal durchschlafen werde. Man kann auch hier reingehen. Wir müssen auf der Hut sein bei all den jüngsten Überfällen. Oh, haben Sie nicht einem von uns geholfen im Konservatoriumsbezirk? Für Sie gibt es natürlich einen Sonderrabatt. Oh, schön. Das sind die Blueprints, die ich gefunden habe. Wir schauen mal, was wir so gebrauchen können. Würde ich Staub verkaufen, wäre ich reich. Ja. Da haben wir genug von. Karte von Arme Stiltons Haus. Die ist ja nicht teuer. Die Hand drauf. Habe ich überall genug von. Kauf mir mal, die sind nicht teuer. So. Kommt wieder der Sturm. Mal sehen. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Weiß ja nicht. Erstmal muss ich das kaufen. Heulbeutel. Nee, lassen wir mal. Lass mal. Ja? Nein, vielleicht können wir es noch gebrauchen nachher für die Delilah. Uralter Heulbolzen. Blendet Gegner, lässt Hexen fliehen. Gucken aber noch mal ein bisschen, was wir noch so haben. Mit der Pistole selber habe ich noch nichts gemacht. Überhaupt nichts. Panzergeschoss. Halt von harten Rüstungen, Oberflächen ab, einschließlich gegnerische Rüstung. Springen. Ich kann hier von den anderen Sachen, aber... Da habe ich noch was. Aufschlaggranate. Explodiert beim Kontakt mit lebenden Zielen. Springminen. Narkoladung. Die benutze ich auch nie. Es geht eigentlich verstärkt der Bolzen. Dieser kleine Krieg vergrault die Kunden. Wer ist schlimmer? Eifernde Aufseher oder mörderische Heuler? Können das hier alles machen, ne? Ich mach mal ein bisschen Pistole. Dieser kleine Krieg verschreckt die Kunden. Kommen Sie bald wieder, wenn ich dann noch hier bin. Aha. Verdammt! Ja, ja, ja! Sie freut sich aber. Falle. Außenposten. Hier bin ich. Ist hier irgendwo was offen? Kommen wir hier irgendwo rein vielleicht? Abel, weißt du auch wirklich, was du da tust? Ich habe mit Bruder Cardosa auf der Halbinsel Taktik gelernt. Die Piraten dort benutzen die gleichen schmutzigen Tricks. Aha. Knochenartefakt in der Nähe. Warum finde ich das denn nicht? 7 Meter? Hier sind noch Münzen. Oh. 4 Meter?
Hä? Irgendein Idiot raubt Schwarzhändler aus. Hoffentlich finden wir den Kerl. Oh, haben Sie nicht einem von uns geholfen? Im Konservatoriumsbezirk? Da muss ich, da müsste ich reinkommen, um an dieses Knochenartefakt ranzukommen. Das wird wohl nicht so schnell was. Knochenartefakt, Runen sind wichtiger. Wo sind denn hier noch welche? Ja, ja, ja! Na also, wird doch was! Na, nicht so wirklich. Gut, wir gehen mal hier weiter. Ich glaube, der Weg war gut und günstig, um bei den Jungs weiterzukommen. Ich muss mich hier erstmal richtig umschauen. Ich renne auch immer gleich durch. Was ist denn das hier? Hier kann ich oben lang. Bringt mich das irgendwie weiter? Mal schauen. Man kann ja nie wissen. Hm, nicht wirklich. Nein. Ne. Hier sind alle Fenster geschlossen, ne? Runter, vorsichtig. Ich verrenke hier schon wieder den Hals. Der baut eine Falle. Jetzt muss einer gehen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, den nennen wir schon mal. Speichern. Dass der hier rumläuft. Jetzt geht er. Wo geht er hin? Jetzt kommt er zurück. Hä? Kannst, hast du mich von der Seite gesehen? Oberaufseher hier jetzt beseitigen und ihn dann zum obersten Boss tragen. Ich hoffe, dass das geht, ohne dass ich vorher bei ihm war. Das ist das Haus mit dem Knochenartefakt. Da müssten wir aber zu der Frau rein. Also zu der Schwarzmarkthändlerin. Und da ist mir doch lieber... Da steht der Nächste, dass die uns gewogen bleibt und gute Preise macht. Betteln wird nichts ändern. Mit ihren Taten haben sie gegen die Lehre des Jedermannsordens verstoßen. Da jede ihrer Taten angeregt... Da ist schon wieder ein armes Schwein dran. Wo bin ich hier? Aha, hier bin ich. Den haben sie hingerichtet, glaube ich, eben gerade.
Und da ist auch mehr als einer. Wie weit ist es denn noch? Aufseher, Außenposten, 36 Meter. Ich muss da hin. Die Ballender aber ohne Rücksicht auf Verluste. Zwei Mann sind da. Jetzt bewegen sie sich sehr weg. Gut. Ein Schäfer muss schwarze Schafe auslesen. Sie haben für Ihre Verbrechen auf dieser Welt bezahlt. Jetzt gehören Sie dem Nichts. Behaltet die Gebote im Herzen, Brüder und Schwestern. Dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Ich kann aber nur... Wo habe ich die denn da jetzt? Wenn ich diese Mine habe, kann ich die da hinwerfen? Ich habe da noch nie mitgearbeitet. Hier spricht der Herzog von Zirkonus. Im Rahmen der Bemühungen, uns unsere Straßen von den Heulern zurückzuholen, werden folgende kriminellen Organisationen aufgefordert, Karnaka zu verlassen. Bekennenden Mitgliedern drohen Gefängnisstrafen oder der Tod. Die Grinser, die Hexer, die Mercurio-Straßenbande, die Kantoren, die Augenlosen. Besonders die Augenlosen. Von denen möchte ich nichts mehr hören. Aha. Naja. Sehen ist ja schwierig, wenn man keine Augen hat. Hier sind wir. Ich will nur mal gucken, wo ich hier bin. Das ist doch hier... Aha, hier bin ich rausgekommen und da wurde mir gesagt, ich soll verschwinden. Waren wir da schon drin? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Hier bin ich nicht lang gegangen, ne? Und? Alles klar, hier sind wir. Hallo, Freunde. Guck. Oh. Das kann doch auch nicht sein. Den habe ich gar nicht gesehen. Na, wartet mal. Nein, das muss nicht sein. Oh Gott. Was ist das hier? Nein, du Hund! Siehst du? Hab's doch gesagt! Wie kommen wir denn dahin? Zum Beispiel hier? Feindseliges Gebiet? Ja. Klar. Hier sind überall Gitter vor. Oh, was ist denn jetzt los? Hä? Geht doch. Wie komme ich da rein? Interessant, interessant. So, ich will jetzt mal diesen... Das wäre ein bisschen sehr offensichtlich. Ich habe doch C gedrückt. Warum gehst du dann nicht runter? Hier ist dein Freund. Da leg dich nieder. Und schone deine müden Glieder. Wollen wir mal gucken? Von hier irgendwie eine Möglichkeit. Da sind die schon wieder da. Kite gibt. Hier reinzukommen. Nee, gibt es nicht. Ach, das sind diese beiden. Alles klar. An die beiden hätte ich nochmal denken sollen. Huch! Das
schaffe. Das ist jetzt risikovoll, was ich mache. So. Damit ist der auch weg. So, jetzt ist nur noch einer da. Würde ich sagen. Da ist er. Sieht doch nett aus. So. Nimmt auch noch alles auf. Sieht gut aus. Speichern. Alles erholt. Energie ist voll. Och, hör doch mal auf, Corvo, mit deinem Hä. Hier können wir durchschleichen. Guck mal, hier hat man dann durchgekonnt. Aufseher, Außenposten. Ja, bevor wir da hingehen. Hier sind Wolfshunde. Rune oder Knochenartefakt schon wieder. Die ist aber hier drinne. Die Rune möchte ich gerne haben. Wenn ich hier immer so rumzögere, dann bin ich am Überlegen, welche Taste ich drücken muss. Ja, ich muss überlegen. Der Vizeaufseher hat mir nichts von seinen Plänen erzählt. Er ist oben und ich denke, wir werden bald mehr erfahren. Oh, was war das? Das war meine blöde Maustaste. Ist da jemand? Da oben geht er. Gut. Frag mich, wer das war. Da haben sie den erschossen. Da haben sie noch mehr erschossen. Das war der Weihnachtsmann. Wir müssen diese Ketzer finden. Hallo? Nichts hier. Er stinkt nach Ketzerei. Ganz in der Nähe. Ich finde dich schon. Ja, komm mal weiter runter. Kommst du? Gut. Scheiße. Das ist angemessen da drin. Kommt keine da noch einer? Ahnung, was das war. Ist das spannend. Aber der ist schon zu weit, ne? Ja. Was ist los mit dir? Fährst du um?
Also die Gefahr ist groß, dass die beiden, Entschuldigung, dass ich so ruhig bin, dass die beiden dann noch entdeckt werden. Ich speichere mal. Oh, ist das spannend. Aber ich riskiere es. Den kann ich auch tragen. Huch. Da ist er. Ah! Warten! Hör hier auf, so rumzurumpeln. Ist da jemand? Zeig dich! Oh, ich bin todesmutig. Hä? Na, war doch nichts. Ich gehe hier erst raus. Hallo? Hier ist doch ein gutes Versteck, ne? Geister nur ich jetzt hier rum? Sitzt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich ihm gestohlen habe. Ich schau mal. J. Finde eine andere Möglichkeit. Wenn du für Jindos Schlüssel findest, ohne den Heulern. Corona, Handsalon im Außenposten der Aufseher nach Hinweisen suchen. Untersuche Durante. Was habe ich denn da gefunden? Ja, das wissen wir auch schon. Missionsgegenstände. Das ist nur der kaiserliche Siegelring. Untersuche Durante. Allerdings wurde er von den Aufsehern gefangen genommen. Untersuche ihren Außenposten, um mehr zu erfahren. Okay, das wäre auch noch eine Variante. Wir speichern mal. Und wir machen beim nächsten Mal weiter. Ist schon wieder spät genug. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.